Hallo, Seekrautsfreunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute stelle ich euch die USS Wichita vor, die jetzt seit kurzem im Primo Store bei Wargaming auf der Seite verfügbar ist. Und wir wollen euch so ein bisschen einen Guide darstellen, wie dieses Schiff aufgebaut ist, was ist besonders an dem Schiff, was ist nicht so gut an dem Schiff, ja, wie kann man das überhaupt einordnen. Welche Skillungen sind eventuell sinnvoll? Wie fährt man das Schiff vielleicht? Ja, wir wollen euch da so ein bisschen darüber informieren, sodass ihr eure Entscheidung treffen könnt, falls ihr überlegt, das Schiff zu kaufen. Ob es vielleicht sinnvoll ist, dieses Schiff zu kaufen oder eben nicht. Und zum anderen, ihr habt dieses Schiff ja auch als Gegner. Und ja, möglicherweise müsst ihr dann die Schwächen erst kennenlernen, bitter, indem ihr sie gegen sie verliert. Aber mit diesem Video seid ihr danach in der Lage zu verstehen, wie dieses Schiff, oder besser zu verstehen, wie dieses Schiff funktioniert und kennt dann auch ihre Schwächen. Also schön dranbleiben und wir fangen zuerst an mit der Geschichte. Die USS Wichita ist ein sehr besonderes Schiff, weil es ist ein Einzelentwurf. Ja, mit der Typenbezeichnung CA-45. Wieso Einzelentwurf? Ja? Ja, es ist angesiedelt und zwar zwischen der Brooklyn-Klasse und der Baltimore-Klasse. Die Brooklyn-Klasse ist eine Klasse für leichte Kreuzer und die Baltimore-Klasse ist eine Klasse der schweren Kreuzer. Und sie liegt genau dazwischen. Im Laufe der Schiffsvorstellung werden wir immer wieder auf solche besonderen, markanten Punkte stoßen, die ja zum einen zum leichten Kreuzer zuzuordnen sind und dann wieder andere Punkte, die zum schweren Kreuzer zuzuordnen sind. Also das ist sehr faszinierend. Während der Zeit, die ich das Schiff jetzt hier benutzen darf oder steuern darf, da bin ich sehr, war ich doch sehr fasziniert von der Wendigkeit zum Beispiel dieses Schiffes. Kehllegung in Realität war 1935, der Stapellauf folgte 2 Jahre später und die Indienststellung war dann 1939 und zwar am 16.02. Nachdem die USA dann in den Krieg eintrat, nahm dieses Schiff den Dienst auf und begleitete Konvois im Atlantik, also Nordmeergeleitschutz, so nennt sich das. Dann wurde das Schiff eingeteilt zur Operation Torch, da nahm es teil. Später, 1943, verlegte es in den Pazifik und nahm dann an Schlachten um die Philippinensee, am Golf von Leyte und um Okinawa teil. Okinawa war sicherlich eine der intensivsten Einsätze für die USS Wichita. 1947 war der aktive Dienst dann für sie beendet. Und ja, 1959 wurde sie dann verschrottet. Es gab vorher noch eine Überlegung, dieses Schiff zum Lenkwaffenkreuzer umzubauen. Das wurde dann aber verworfen und somit ja zur Verschrottung dann 1959 auch freigegeben. Das passierte dann in Florida. Kommen wir jetzt zu den Werten des Schiffes im Vergleich zur USS Baltimore. Wir haben hier 37.900 Trefferpunkte. Und ja, kommen wir jetzt schon zur ersten Besonderheit. Das ist doch sehr, sehr ähnlich zur Cleveland jetzt als Beispiel oder zu einem leichten Kreuzer, um es besser auszudrücken. 37.900 Punkte ist gerade mal 1.000 Punkte mehr, ungefähr 1.000 Punkte mehr als eine Cleveland hat, ja, aber 4.500 Punkte weniger als eine Baltimore. Torpedoschadensverringerung liegt hier bei 4%. Die Panzerung ist relativ intensiv ausgeprägt hier mit bis zu 203 mm, was dann wieder deutlich für einen schweren Kreuzer spricht. Ja, wir gucken uns das jetzt hier direkt vorne gleich an. Wir haben hier eine Bugbeplattung 27 mm vorne und hinten. Das heißt, ihr habt hier schon mal was zum Overmatch, kann man hier gleich sagen. 386,1 mm benötigt der Gegner, um eure Panzerung zu overmatchen. Overmatch, was war das gleich noch? Das ist die Bezeichnung dafür, ist ein Projektil, vom Kaliber her 14,3 mal größer als die Millimeter eurer Panzerung, ignoriert es den Aufprallwinkel. Das heißt, es ist vollkommen wurscht, aus welcher Richtung dieses Projektil kommt, ob nur gerade direkt auf die Spitze rauf oder von der Seite oder sonst woher. Es wird eure Panzerung einfach ignorieren und dadurch schlagen und dann dementsprechend halt die Sektion penetrieren. Ob es dann noch weitergeht, hängt dann von weiteren Faktoren der Panzerung da ab. Aber 386,1 mm ist genau die Grenze. Wir haben jetzt so ein Kaliber nicht im Spiel. Wir haben ja dann hier 406 mm. Da geht es dann richtig los. Ihr seid ein T8-Schiff, heißt ihr kommt in T9, T10-Kämpfe. Auf jeden Fall schon mal. Gut, dann geht's weiter.
Wir ziehen das Schiffchen hier mal ein bisschen aus. Wir haben hier oben 16 mm. Die Brückenpanzerung beträgt 152. Das ist auch ein Unterschied, weil die Baltimore zum Beispiel bei der Brücke nicht mehr, also beim Kommandoturm, nicht mehr so stark gepanzert ist. Es gibt auch überall kleine und feine Unterschiede hier. 203 mm sind hier vorne drauf. Hier an der Lafetten-Barbettenpanzerung sind 152 mm. Bei der Baltimore sind es da 165 mm. So eine Sachen. Auch die Panzerung an sich. Hier sind 76, da sind es 152. Bei der Baltimore ist hier die Panzerung größer, ne, und auch stärker. Also ganz ein bisschen anders aufgebaut. Ich ziehe das Schiffchen hier mal ein bisschen aus für euch. Und dann können wir uns angucken, wie die Zitadelle aussieht. Die Zitadelle liegt ganz leicht überm Wasser. Also hier guckt sie schon ein Stückchen raus, aber nur in diesem Bereich. Der Bereich ist deutlich unter Wasser, genauso wie der Bereich. Ja? Und von der Seitenpanzerung her, oder ist sie genauso stark wie die Baltimore mit 152 mm, aber sie ist kleiner. Ich versuche das jetzt gerade mal so ein bisschen einzufangen und schalte jetzt mal auf die Baltimore um. Die habe ich eigentlich vorbereitet. Genau, jetzt fast hat es geklappt. Jetzt müsst ihr euch das mal angucken. Ja, das hier ist die Baltimore und das ist die Wichita. Und da seht ihr, ist ein bisschen doof jetzt einzufangen, aber hier ist die Panzer, hier ist die Zitadelle deutlich kleiner. Aber ihr habt den Nachteil, dass ihr hier eine schwächere Panzerung habt und hier oben eben auch eine schwächere Panzerung habt. Hier hat die Baltimore 65 mm, bei der Wichita haben wir hier 57 mm. Außerdem gibt es weitere Unterschiede hier vorne. Da sind bei der Baltimore halt ist da eine durchgezogene Panzerung, ich glaube von 140 mm, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Da können wir ganz kurz nachgucken. Ja, genau, 140 mm vorne und hinten. Hinten ist es dann hier mit 127 angegeben. Und bei der Baltimore, bei der Wichita haben wir hier auch 127. Aber hier ist es eben grün oben und bei der Baltimore ist es eben gelb. Das heißt, da ist die Panzerung einfach ein Ticken schwächer bei der Wichita als bei der Baltimore. Das kann man dazu sagen. Wie gesagt, auf jeden Fall mal eine kleinere Zitadelle und es ist einfach schwerer zu treffen. Also ich hatte bis jetzt in meinen Fahrerlebnissen noch nicht, dass ich eine schwere Zitadelle bekommen habe. Und viele Leute, viele Gegner schießen eben hier vorne in den Bereich oder treffen da. Aber ihr müsst bei der Wichita daran denken, dass sie quasi erst hinter, also unter den Türmen, unter den Schornsteinen, Entschuldigung, dass da eben der bessere Treffpunkt ist. Gut, ich meine, große Schlachtschiffe, die wissen eh, dass sie auch hier durchs Deck durchhauen können, zum Beispiel eine Yamato oder so. Das ist natürlich jetzt hier ultimative Kaliber. So, dann können wir uns gleich weitermachen und zwar zu den nächsten Besonderheiten. Ich mache hier die Panzerung mal so ein bisschen aus und werde hier mal die Artillerie beleuchten mit euch. Wir haben hier verbaut drei Türme, A3 Rohre, 203 mm. Ja, sieht gleich aus wie bei der Baltimore, gibt dann doch aber einige Unterschiede. Und zwar gerade bei der AP-Munition gibt es große Unterschiede. Fangen wir erstmal mit den gleichen Werten an. Gleich ist die Nachladezeit mit 10 Sekunden, gleich ist die Turmdrehzeit für die 180-Grad-Kehre mit 30 Sekunden. Und der HE-Schaden, 2800 ist der Alpha-Damage mit 14% Brandwahrscheinlichkeit. Das hat die Baltimore gemein. Genauso ist die Durchschlagskraft der HE-Granate natürlich gleich. Jetzt kommen wir zum Unterschied. Die AP-Granate ist deutlich anders. Und zwar hat man hier 4600 Punkte Alpha und bei der Baltimore haben wir 5000. Dazu kommt, die AP-Granatengeschwindigkeit beträgt bei der Wichita, wie ihr hier selber seht, 853 Meter pro Sekunde. Und bei der Baltimore kann ich jetzt gleich mal direkt draufklicken. Dann seht ihr auch nochmal direkt. Dann habt ihr hier nur 762 Meter die Sekunde. Also das ist ein gehöriger Unterschied von der Mündungsgeschwindigkeit her. Die Reichweite wiederum ist komplett gleich. Unterschiede gibt es dann auch noch bei der Projektilmasse. Die Wichita hat auf beiden 118 Kilo, also HE oder AP-Munition wiegt jeweils 118 Kilo. Während die AP-Munition bei der Baltimore 152 Kilo wiegt. Und auch der Krupp-Faktor ist bei der Wichita ein anderer. Wir haben nämlich hier bei der Wichita einen Krupp-Faktor von 2846 und bei der Baltimore von 2919. Was ist der Krupp-Faktor? Das ist am Ende ein Modifikator, den Wargaming irgendwie mit eingebaut hat, um die Penetrationskraft der Munition so ein bisschen zu steuern. Da spielen natürlich andere Faktoren auch eine Rolle, aber der Krupp-Faktor, umso höher der ist, desto höher ist die Penetrationskraft der Granate. Und der liegt hier halt auch schon unterschiedlich.
Die AP-Munition muss hier 34 mm Panzerung durchschlagen. Das gilt wieder für beide Schiffe, um scharf geschaltet zu werden sozusagen. Ihr wisst ja, AP-Munition braucht immer eine gewisse Stärke von Panzerung, überhaupt aktiviert zu werden. Ja, 34 mm sind erforderlich, damit das funktioniert. Und danach gibt es eine Zündverzögerung von 0,033 Sekunden, also Standard-Zündverzögerung für AP-Granaten, um dann diese Munition zum Explodieren zu bringen. In der Zeit muss diese Granate sich noch im Schiff befinden, damit sie ordentlich Damage macht. Ja, das war ganz kurz und bündig eigentlich schon mal der Unterschied bei der Artillerie. Ja. Das ist also eine schwere Artillerie mit 203 mm, aber die Baltimore hat, wenn man so will, die besseren AP-Granaten, weil sie einfach eine bessere Penetrationskraft dahinter hat. Ja, ist halt auch eine spätere Entwicklung in der Realität gewesen. So ist das so ein bisschen, ja, kann man sagen, nachgezeichnet. Ne? Gut. Und nachdem wir uns die Artillerie angeguckt haben, kommen wir dann hier zur Flugabwehr. Die Flugabwehr ist ja jetzt bedeutender geworden, seitdem die Flugzeugträger umgebaut wurden und damit ja auch die Flugabwehr der verschiedenen Schiffe umgebaut wurde. Ich versuche das jetzt mal so einzuordnen. Die Wichita ist von der Flugabwehr generell schwächer als die Baltimore, denn ja, der Durchschnittsschaden in den verschiedenen Sektoren, also Kurz-, Mittel- und Langstrecke, ist deutlich geringer als bei der Baltimore. Wollen wir das ganz kurz mal ein bisschen aufdröseln? Und zwar fangen wir hier mit der Kurzstreckenflugabwehr an. Die Wichita hat hier 282 Schaden pro Sekunde. Ja? Auf eine Reichweite bis 1,5 Kilometer. Trefferwahrscheinlichkeit ist übrigens gleich, genauso wie die Flugabwehrsektoren. Kurz-, Mittel- und Langstrecke sind komplett identisch. Nur der Schaden unterscheidet sich. Und der ist bei, wie gesagt, bei der Wichita 282 Punkte und bei der Baltimore haben wir da 355 Punkte. Der nächste Punkt ist dann die Mittelstrecke, wo wir 423 bei der Baltimore haben, aber nur 233 bei der Wichita. Die Explosionen, also diese Flag Bursts, so nennen sie die, diese Flak-Explosionen, diese schwarzen Wolken, die machen bei der Wichita einen Schaden von 770, wenn man sich da drin befindet, und es gibt 6 Explosionen, während die Baltimore, ich darf jetzt hier nicht durcheinander kommen, 9 Explosionen hat und 840 Trefferpunkte abzieht bei einem Flugzeug. Oder von den Flugzeugen, die da drinnen sind eben. Ja? Und dann haben wir noch die Langstreckenflugabwehr, die dann von 3,5 bis 5,8 Kilometer geht und eine 85-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit hat. Kontinuierliche Schaden 124, die Baltimore hat da 155 und Anzahl der Explosionen 5, das ist komplett identisch. Ne? Also Wichita und Baltimore hat da in beiden Fällen 5 Explosionen in einer Salve. Die restlichen Werte sind hier auch identisch zur Baltimore mit der Verstärkung des Flugabwehrsektors, Zeit bis zur Verstärkung und Zeit für den Wechsel, das ist komplett gleich. Was uns zum nächsten Punkt bringt, und zwar der Manövrierfähigkeit. Und das ist wirklich ein kleines Highlight bei dem Dampfer, denn das Schiffchen ist saumäßig schnell. Der schnellste amerikanische schwere Kreuzer mit 33,6 Knoten und ihr könnt das noch pimpen mit der Sierra Mike Flagge, dann seid ihr über 35 Knoten schnell. Und dann geht es weiter, Wendekreis 680 Meter, die Baltimore ist da bei 32,5 Knoten mit 730 Meter, Alpha schon mal ein bisschen langsamer. Und dann geht es mit der Ruderstellzeit weiter, da hat die Wichita hier 6 Sekunden und die Baltimore 7,8. Also man kann hier auch gut Beschuss ausweichen, das muss man einfach ganz klar sagen. Man kann mit der Wichita durchaus auch mal ein bisschen rausfahren, aber dann müsst ihr halt die Höchstgeschwindigkeit ausspielen. Ja? Also ihr müsst dann wirklich auch Gas geben bis zum Umfallen und dann nah an eurer maximalen Kampfentfernung operieren und ständig den Kurs wechseln. Dann habt ihr eine ziemlich geile Chance, da auch Gegner richtig schön zu ärgern, um es mal so auszudrücken. Dann geht's weiter und zwar zur Verborgenheit. Und das ist auch eine coole Sache, weil ihr hier nämlich eure Verborgenheit sehr weit runterschrauben könnt. Und ihr könnt das gleich schalten, nämlich mit der Edinburgh. Die Edinburgh liegt jetzt, glaube ich, bei 9,5 Kilometer und ihr kommt hier mit der Wichita auch genau auf 9,5 Kilometer Sichtbarkeit zu Wasser. Das ist zum Beispiel bei der Baltimore doch anders. Ne? Da kommt ihr auf, nach Adam Riese, 9,7 Kilometer, nach meinem Kenntnisstand. Und ja, das ist schon mal ein großer Punkt. Das sind zwar nur ein paar Meter, aber der Unterschied ist doch wirklich beeindruckend, finde ich persönlich, weil 9,5 Kilometer, da kann man auch schon mal noch gut entfleuchen, ohne dass eben Schiffe ganz nah dran sind. Und ja, es macht einfach Spaß, diese Dinge zu fahren, weil man irgendwie sich immer so fühlt, wie als ob man Zerstörer fährt, bloß mit einer viel größeren Feuerkraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so geht es mir nach den Gefechten, die ich bis jetzt hier damit unternommen habe. Wie gesagt,
Nochmal kurz die Werte: 12,06 Kilometer, 7,68 Kilometer zu Luft und 6,8, wenn ihr aus dem Nebel schießt. Das ist das, was die Wichita hat. Wenn die Baltimore dagegen gehalten wird, sind wir bei 12,6 Kilometer, also 600 Meter ist die Sichtbarkeit von der Baltimore größer. Zur Luft ist es sogar noch mehr, nämlich 1,4 Kilometer, die das Schiff zur Luft weiter aufgeht, die Baltimore. Und dann haben wir 400 Meter weitere Sichtbarkeit, wenn ihr aus dem Nebel schießt. Ja, also das ist definitiv schon mal was, was man unbedingt beachten sollte. Der nächste Punkt sind dann die Module und die Verbrauchsmaterialien, die ihr hier einbauen könnt. Verbrauchsmaterialien haben wir hier ein Schadensbegrenzungsteam, ganz normal. 60 Sekunden ist die Ladezeit. Ich baue hier immer das Premium-Material ein. Es ist ein Premium-Schiff. Ihr kennt den Spruch von mir schon, wenn ihr die ganzen anderen Schiffsvorstellungen schon gesehen habt. Wie gesagt, Schadensbegrenzungsteam 1 und 2. Da müsst ihr meiner Meinung nach hier immer Premium einbauen, weil ihr einfach ein Premium-Schiff fahrt und damit das Geld immer verdient. Ja, außerdem bleibt ihr damit einfach länger im Kampf und könnt damit die Röten, die ihr für die Module hier mehr aus oder für das Verbrauchsmaterial mehr ausgibt, habt ihr in der Regel immer wieder drin. So, dann habt ihr hier im Slot 2 die Wahl zwischen defensivem Flakfeuer und eben der hydroakustischen Suche. Ich entscheide mich hier für die hydroakustische Suche, weil ich eher diesen Fahrstil habe. Ich fahre an den Cap ran oder fahre sogar teilweise rein, je nach Karte, und verstecke mich dann halt hinter einem Berg, kann mein Radar benutzen und ja, lege mich dann gegebenenfalls auch mal mit einem DD an. Und deswegen brauche ich die Hydroakustik, um mich einfach vor den Torps zu verstecken oder ausweichen zu können. Und auch hier 5 Kilometer große Reichweite für die Aufdeckung von Schiffen ist auch schon mal ganz angenehm. Ihr seht hier Schaden pro Sekunde durch die Flugabwehr um 100% in allen Bereichen erhöht. Also hier in der, ja, in der gesamten Flugabwehr und den Schaden durch Explosionen, durch den Explosionsradius in der Mittel- und Langstreckenflak, also diese schwarzen Flakbursts, die sind auch nochmal um 100% erhöht. Das kann die Baltimore übrigens genauso einbauen. Wirkungsdauer 40 Sekunden, Ladezeit 120. Und wenn ihr defensive Flakmaterial benutzt, dann eher, also diese Premium-Ding davon, Flakfeuer 2, dann habt ihr 40 Sekunden und dann braucht ihr nur 80 Sekunden, bis das wieder aufgeladen ist. Hydroakustische Suche ist genau das gleiche. Ihr habt halt 2 und 3 Aufladungen. Hier oben sind es 3 und 4. Ne? Ladezeit 180 und hier unten sitzt halt, ist eine Ladezeit von 120 Sekunden. Gut, und dann geht es zum nächsten. Das ist dann das Überwachungsradar oder das Aufklärungsflugzeug. Meiner Meinung nach macht Überwachungsradar hier sehr, sehr viel Sinn. Hatte ich eben schon gesagt, ihr seid dann immer noch mal so ein Unruhestifter für die Zerstörer. Ihr könnt sie ein bisschen ärgern. Reichweite ist in beiden Fällen 9 Kilometer, 30 Sekunden aktiv, entweder 3 Minuten Abklingzeit oder eben 2 Minuten Verbrauchsmaterial 2 oder eben 3. Oder ihr nehmt das Aufklärungsflugzeug, was ich persönlich euch nicht so ans Herz legen möchte, so unbedingt. Also, ist halt eine komische Perspektive. Wer damit umgehen kann, gerne, macht das. Ja, aber ich persönlich komme damit eh nicht so gut klar. Und von daher hilft sicherlich, die 15,3 Kilometer mal zu verlängern, wenn es denn unbedingt nötig ist. Aber ja, es ist halt auch eine lange Ladezeit. Ne? Hier 240 Sekunden oder eben 360 Sekunden. Das ist dann schon ziemlich lang. Und von daher macht es meiner Meinung nach nicht mehr so viel Sinn. Gerade auch, weil mit den neuen Mechaniken ja die Spotting-Geschichte von den Torpedos verändert wurde und somit diese Flugzeuge keinen Sinn mehr machen, um Torpedos aufzuklären. Zumindest ist das die Info, die ich habe von Wargaming, dass Flugzeuge keine Torpedos mehr aufklären können. Also zumindest wird da immer von Fighter gesprochen. Das hier ist hier ein Spotting Aircraft. Ich habe mich jetzt gerade nochmal im Wiki belesen und da steht jetzt, dass der Spotting Aircraft dieselben Eigenschaften hat wie ein Fighter, außer dass es eben einen Ticken weiteren Umkreis um das Schiff herumfliegt und dass es eben keine Flugzeuge abschießt, sondern einfach nur dafür sorgt, dass ihr weiter schießen könnt. Also das ist das, was man dazu sagen kann. Dann geht es um die Verbesserungen. Ja, welche Verbesserungen können wir denn jetzt hier ins Schiff einbauen? Fangen wir direkt vorne an. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das Schiff auszurichten. Einmal kann man es natürlich zum Flak-Dampfer ausbauen. Dann muss man auch wirklich viel auf Flak, in die Flak investieren. Und ihr werdet trotzdem nicht so gut werden wie eine Baltimore. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Aber der Schaden wird trotzdem beachtlich sein. Ja, zusammen mit dem defensiven Flakfeuer, was man dann ja sicherlich auch einsetzen sollte, wenn man hier auf Flak geht, dann macht die Hydroakustik dann wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn. Ja, ich möchte euch aber hier mein Bild vorstellen. Mein Bild, da gehe ich nicht sehr auf Flak, sondern ich gehe halt hier auf Antikreuzer respektive Anti-Zerstörer mit dem Radar und dem Hydro-Bild und ja, dann eben hier mit Zielgenauigkeit und solche Sachen. Also, vorne, Slot 1,
Hauptbewaffnungsmodifikation 1, das ist die Variante, die ich einbauen werde. Wer hier auf Flak gehen möchte, sollte hier die Hilfsbewaffnungsmodifikation einbauen. Slot 2 macht meiner Meinung nach nur das Schadensbegrenzungs- und Systemmodifikationsmodul Sinn, wenn man hier halt, wie gesagt, so wie ich fahren möchte. Alternativ dazu kann man eben hier auf dem zweiten Slot hier noch das defensive Flakfeuermodul einbauen, was man auch im Arsenal kaufen kann für Kohle. Das verlängert die Wirkungsdauer dieses Verbrauchsmaterials nochmal und macht definitiv halt auch Sinn, wie gesagt, für den Flak-Skill. Nummer 3 ist dann hier entweder Flak-Bewaffnungsmodifikation oder Zielsystemmodifikation. Die Genauigkeit des Schiffes und der Sigma-Wert sind wirklich, wirklich gut. Ich habe den genauen Sigma-Wert jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber die Streuung ist wirklich angenehm. Muss man ganz ehrlich sagen, auch auf maximale Kampfentfernung habt ihr hier wirklich eine sehr angenehme Schießen. Also das fällt wahrscheinlich gar nicht so doll ins Gewicht, ob ich jetzt hier die Flak-Modifikation nehme oder die Zielsystemmodifikation. Nichtsdestotrotz, ich entscheide mich, um dem Stil halt auch treu zu bleiben zur Zielsystemmodifikation. Und wer Anti-Air gehen möchte, kann hier auch ohne Bedenken die Flak-Modifikation nehmen, weil das einfach die Anzahl der Flak-Explosionen der schwarzen Rauchwolken im Mittel- und Langstreckenbereich um 2 erhöht. Also da kommt ja dann auch nochmal eine ganze Ecke Werfer um die Ecke, ja, wenn ihr dann aufgeht. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass ihr erst auf 6, irgendwas am Ende aufgehen werdet, wenn alles geskillt ist. Und ja, dann ist der Dampfer schon mit der Flak bis an die Zähne bewaffnet. Der ein oder andere Flieger wird sicherlich eine Überraschung erleben, wenn ihr Anti-Air bewaffnet seid. So, wir können uns hier gerade kurz nochmal angucken. Wir haben jetzt 132 Meter maximale Streuung, 145 oder 140 Meter waren es vorher. Das heißt, wir haben da schon mal noch ein bisschen was gewonnen an Genauigkeit, also an der Ausdehnung der Ellipse. Die ist jetzt nicht ganz so groß. So, dann gibt es Slot 4. Und Slot 4 kann man eigentlich nur zwei Sachen sich überlegen. Wobei ich ganz klar die Antriebsmodifikation bevorzuge. Wir haben schon eine Ruderstelle von so 6 Sekunden. Wenn wir jetzt hier 20 Sekunden runterskillen, dann gewinnen wir 1,2 Sekunden, sind wir bei 4,8 Sekunden Ruderstellzeit. Nachteil dieses Schiffes ist, dass das relativ langsam anfährt. Also typisch amerikanischer Kreuzer eben, ne? Des Moines oder wie auch immer, hat ähnliche Probleme. Von daher gehe ich hier auf Antriebsmodifikation, weil mich das Steuergetriebe schon richtig positiv überrascht hat und ich das nicht unbedingt für nötig erachte, hier noch das Steuergetriebe noch weiter zu skillen. Und ich habe halt lieber diese Situation schneller anfahren oder schneller verzögern zu können. Und dann haben wir hier noch den 5. Slot, der meiner Meinung nach ganz klar hier auf Tarnung gehen, wo man hier ganz klar auf Tarnung gehen sollte. Wenn man natürlich dieses Schiff eher offen fährt, ja, und dann vielleicht sogar nicht mal das Radar drin hat, sondern noch den Spotting Plane, also dass man weiter schießen kann, dann kann auch eine Steuergetriebe-Modifikation durchaus Sinn machen. Das ist aber ein anspruchsvolleres Spielen, weil man dann halt Ruderstellzeit verbessert bekommt nochmal und dann ist man nachher auch schon bei unter 4 Sekunden mit der Ruderstellzeit. Und ihr müsst halt über größere Distanzen schießen. Das heißt, ihr müsst immer relativ gut vorhalten, weil die Streuungsellipse dann doch, also nicht die Streuungsellipse, sondern die Schussbahn, ja, die Ellipse für die Schussbahn sozusagen, relativ hoch ist. Das heißt, die Mumpeln sind relativ lange unterwegs. Das ist also auch immer noch dabei zu beachten. So, jetzt haben wir hier Verbrauchsmaterial und Verbesserungen eingebaut. Wie gesagt, für mich der konventionellere Weg vielleicht. Und jetzt kommen wir noch zum Kapitän. Den Kapitän, den ich hier wähle, ist William Haseley. Der ist ein Bonuskapitän, also ein besonderer Kapitän. Und ich erzähle euch auch, warum ich diesen wähle. Ja, und zwar wähle ich ihn, weil er hier zwei Sachen hat, die auf diesem Kreuzer definitiv Sinn machen. Nämlich, ihr seid ja, so wie ich ihn fahre, relativ nah an der Front. Und das heißt, ihr kommt eher mal in Berührung mit dem Zerstörer. Habt aber halt sehr angenehme Abprallwinkel bei dem Dampfer. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und deswegen ist es halt so, dass ihr relativ häufig zwischen HE und AP hin und her schalten werdet. Und das hier eben Sinn macht. Nämlich, es wird halt um 75% wird die Wechselzeit reduziert. Ne? Das ist dann schon krass, ja. Wenn ich von 10 Sekunden rede, dann habe ich danach noch 2,5 Sekunden. Ja, das macht dann wirklich sehr, sehr viel Sinn, dazwischen mal hin und her zu wechseln. Und wie skill ich diesen Kapitän? Das ist dann hier natürlich vorrangig hier als allererstes. Das macht am allermeisten Sinn.
Dann in dem zweiten Slot den Elite-Schützen. Bei 30 Sekunden Turmdrehzeit, das können wir da schön runterskillen. Dann gibt es natürlich entweder den Inspekteur, ja, der dann hier die Möglichkeit gibt, dann mehr Hydro und mehr Radar einzusetzen. Und hier unten natürlich den Tarnungsmeister. Ganz klar, wir wollen möglichst spät entdeckt werden. Und jetzt habe ich noch 5 Skillpunkte, die ich hier mit reinsetzen kann. Aus meiner Sicht würde ich jetzt zuerst noch skillen den Sprengmeister, um die Brandwahrscheinlichkeit hochzusetzen, und den Adrenalinrausch, um Nachladezeit reduziert bekommen, wenn ich Trefferpunkte verliere. Der nächste Skillpunkt, den ich gleich fertig haben werde, den setze ich dann hier in den Ladeexperten rein und habe damit die beiden Bonusfähigkeiten abgedeckt und kann die Widgeter optimal einsetzen. Und mein dritter Skill, dann habe ich ja nochmal irgendwann einen 19er Kapitän und habe dann 3 weitere Skillpunkte, welche dann für mich eine Rolle spielen können. Jetzt ist dann halt die Überlegung, wenn man, wenn ich so ein bisschen Flak machen möchte und nicht so ganz konsequent Flak machen möchte, könnte die Schießgrundausbildung sinnvoll sein. Aber meiner Meinung nach könnte es auch eine Überlegung sein, hier Experte der Überlebensfähigkeit zu nehmen. Warum? Das Schiff hat die wenigsten Trefferpunkte überhaupt und ihr könnt mit Stufe 8 mal 350 Punkte halt doch einiges an Punkten noch dazu gewinnen. Und deswegen solltet ihr zumindest überlegen, da 3 Punkte drauf zu verwenden. Muss man nicht, kann man. Optional. Wenn ihr häufig brennen solltet aufgrund eures Fahrstils oder wie auch immer, dann kann man hier mit grundlegender Überlebensfähigkeit natürlich die Brandbekämpfung und das Wasserauspumpen beschleunigen, falls ihr doch mal einen Torp fresst. Und die Torpedo-Schadensverringerung ist ja nur bei 4%. Also von daher, ja. Solltet ihr doch eher die Anti-Air-Bewaffnung bevorzugen, macht es aus meiner Sicht durchaus Sinn, den Inspekteur und den Sprengmeister eventuell sogar umzubauen und diese freigewonnenen Punkte dann hier halt rein zu investieren in Schießgrund- und erweiterte Schießausbildung oder eben sogar manuelles Feuern der Flakbewaffnung. Das ist durchaus mal noch eine Überlegung wert. Das müsst ihr dann für euch entscheiden, ob ihr dann hier lieber mit der Flak unterwegs seid. Gut, das ist das, was am meisten Sinn macht auf dem Schiff. Aus meiner Sicht. So, und dann kommen wir noch zum äußeren Bereich. Den habe ich nämlich eben ein bisschen übersprungen. Das ist ein bisschen eine andere Reihenfolge, als ihr das in den anderen Videos schon kennt. Aber ich glaube, das ist zu verkraften, denn wir machen es jetzt ja. So, und dann gibt es einmal die Widgeter-Tarnung, die ihr bekommt, wenn ihr dieses Schiff im Store gekauft habt. Ich habe sie jetzt hier in Blau. Sie gibt es dann nochmal in Grau. Also kann man da auch nochmal eine andere Tarnung einbauen. Von der Farbgebung her, also wie einem dazu sozusagen so beliebt. Das hängt natürlich immer davon ab, ob ihr diese Mission für die amerikanischen Kreuzer schon fertig habt. Nur dann könnt ihr diese Farbe wechseln. Ich mache es jetzt einfach mal. So sieht die Tarnung aus, so typisch amerikanisch, sage ich jetzt mal. Und dann kommen wir zu den Signalflaggen, die hier drauf Sinn machen. Also, was definitiv Sinn macht, ist natürlich die Flugabwehr. Die sollte man meiner Meinung nach zumindest in Betracht ziehen. Oder beziehungsweise, wenn ihr auf Anti-Air geht, dann auf jeden Fall. Wenn ihr nicht auf Anti-Air geht, dann würde ich da vielleicht nur 2 Sterne für vergeben, sage ich jetzt einfach mal. Ob diese Flagge unbedingt damit drauf muss oder nicht, das liegt natürlich in eurem Ermessen. Ich baue sie mit ein, um zumindest ein bisschen was für die Flagge getan zu haben. Ja, einfach nur so emotional vielleicht. Dann die nächsten Signalflaggen, die hier Sinn machen, sind natürlich India X-Ray und darüber hinaus dann Victor Lima. Um die Brandwahrscheinlichkeit halt weiter hoch zu pushen. Wir haben ja schon den Sprengmeister mit drin und sind jetzt von 14 auf 18% Brandwahrscheinlichkeit hochgegangen. Der nächste Punkt in der zweiten Reihe sind wir dann nämlich schon, ist dann Ladezeit des Verbrauchsmaterials. Das wollen wir natürlich beschleunigen, dass ihr häufiger Radar, häufiger Hydro oder was auch immer ihr dann benutzt oder Schadensbegrenzungsteam, defensive Flakfeuer oder Spotting Aircraft, all da wird die Nachladezeit dann halt reduziert, der Cooldown. Dann natürlich Sierra Mike, weil ihr seid schnell, aber ihr wollt natürlich immer noch schneller sein. 35,3 Knoten ist da angeschlagen dann und damit seid ihr dann schon richtig, damit rechnet glaube ich keiner so schnell. Also von daher, ja, herzlich willkommen in der Highspeed-Liga sozusagen. India Yankee, das ist eine ganz wichtige Signalflagge, um einfach die Brandwahrscheinlichkeit, beziehungsweise nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die Branddauer zu reduzieren. Die ist ja sowieso schon auf Kreuzern geringer und die 20% helfen euch dann, noch geringere Zeit zu brennen. Und dann haben wir noch den Anti-Wassereinbruchsflagge Juliet Yankee Biso 2, die euch dann einfach hilft, dass ihr nicht so lange Wassereinbruch habt. Ja, die Überarbeitung kommt ja jetzt demnächst. Mit dem nächsten Update wird dann auch die Blutungsmechanik überarbeitet.
Da macht die Flagge dann immer noch Sinn oder wird euch auf jeden Fall definitiv immer noch weiterhelfen. So, und jetzt haben wir eigentlich 7 von 8 Flaggen vergeben. Was man noch durchaus überlegen kann, ist die Anti-Dito-Flagge. Aufgrund dessen, dass, wenn ihr doch von der Seite getroffen werdet, ihr ja nur eine relativ geringe Panzerung nachher hier habt, sozusagen. Wenn ihr hier geht es ja trotzdem durch, ne? Also sind ja nur 27 mm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch mal einen Magazintreffer erhaltet, ist schon gegeben, auch wenn ich es persönlich noch nicht erlebt habe, bei mir auf diesem Kreuzer zumindest. Ja, das wäre vielleicht noch eine Überlegung wert, wenn man andere Gefechte fährt, dann könnte es, vielleicht ist für den einen oder anderen der Rammschaden noch eine interessante Variante, oder ihr nehmt die Flagge einfach aus der Ökonomie und könnt dann hier eure Economy so ein bisschen boosten. Das ist das, was man dazu sagen kann. Ja, so würde ich die Signalflaggen für den Kampf hier raufsetzen. So, kommen wir dann zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist dann nochmal die Abprallwinkel und so weiter. Ja, ich hatte ja vorhin schon für die Artillerie so ein paar Sachen angesprochen. Und ich möchte euch nochmal so ein paar Werte mit auf den Weg geben. Also, die Standard-Abprallwinkel sind bei diesem Schiff anders als bei vielen anderen Nationen. Ja, die Standard-Abprallwinkel in World of Warships betragen 0 bis 30 Grad, gibt es immer einen Abprall der AP-Munition. Und 30 bis 45 Grad, da habt ihr die, oder gibt es eine Chance, dass die Munition abprallt. Bei diesem Schiff hier ist das alles anders, weil wir hier nämlich nicht 0 bis 30 Grad haben, sondern 0 bis 22,5 Grad, wo die Munition automatisch abprallt, also keinen Schaden macht. Danach gibt es den möglicherweise Abprall, also eine Chance auf Abprall, zwischen 22,5 bis 30 Grad. Also ihr merkt schon, das Fenster wird viel, viel kleiner. Ne? Bei vielen anderen Schiffen ist es bis 45 Grad, wo ihr noch abprallen könnt. Bei dem Schiff könnt ihr nur noch bis 30 Grad abprallen. Und ab 30 bis 90 Grad Aufprallwinkel der Munition habt ihr eine Chance, dieses Schiff vernünftig zu penetrieren. Also da gibt es da keine Abfrage mehr, sondern wenn ihr in diesem Winkel seid, habt ihr eine gute Chance zu penetrieren, je nachdem, was das dann halt für Panzerungen sind, die ihr da beschießt. Und dann kommen wir noch zu den Werten, auch verglichen Wichita und Baltimore. Und zwar Penetrationskraft der verschiedenen Granaten. Das ist sicherlich auch sehr interessant, gerade weil die Wichita eben die schlechtere AP-Munition hat. Und die beträgt bei 15,8 Kilometer, das ist also die maximale Kampfentfernung, kann die Wichita 158 mm Panzerung durchschlagen. Die Baltimore kann 191 mm durchschlagen. Also ihr merkt das schon, das sind über 30 mm Unterschied, die ihr da habt, die Baltimore mehr penetrieren kann. Bei 12 Kilometer sieht es dann so aus, dass die Wichita 201 mm durchschlägt und die Baltimore 235. Bei 10 Kilometer sind es 231 zu 265 und bei 5 Kilometer, also ultimativer Nahkampf, 334 mm zu 364 mm. Also die Baltimore ist in allen Bereichen einfach da stärker und ja, weil sie einfach die modernere Bewaffnung sozusagen trägt, weil dieser Zwischenschritt, diese Wichita, eben ein Einzelentwurf ist und da neue Bewaffnung und neue Panzerung eingebaut wurde, die später dann für die Baltimore nochmals weiterentwickelt wurde. So ist der geschichtliche Hintergrund dazu nochmal zu sagen. Ich möchte jetzt zum Abschluss kommen und euch die Pros, die Kontras und meine persönliche Meinung sagen. Mir hat das Schiffchen auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß gemacht. Das möchte ich schon mal gleich vorweg sagen und hat mich positiv überrascht. Ich hatte das Glück, dass ich dieses Schiff nicht selber kaufen musste, sondern dass es mir von einem Sponsor zur Verfügung gestellt wurde, einen einmaligen Sponsor. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Geschenk. Wie gesagt, das ist die Basis dafür gewesen, dass ich jetzt hier die Flaschenpost bzw. die Schiffsvorstellung hier im Trockendock machen kann. Was ist das Besondere an dem Schiff? Es ist besonders wendig, das muss man ganz einfach sagen. Das macht unheimlich viel Spaß, damit durch die Wellen zu gleiten. Und man hat einfach wirklich das Gefühl, es passiert jederzeit was. Man bewegt das Ruder und sofort geht der Arsch rum und so weiter. Das finde ich total klasse. Total klasse finde ich auch die mögliche Verborgenheit von 9,5 Kilometer. Jetzt wollen wir es nicht noch besser machen, als es eh schon ist. 9,5 Kilometer ist krass. Dann natürlich die Kombination aus Hydro und Radar, die die STDs echt schwierig macht, in der Gegenwart von der Wichita zu überleben. Vor allen Dingen dann, wenn man noch ein bisschen vielleicht auch Feuerunterstützung hat von der Cleveland oder von anderen Kreuzern.
So, und dann ist das Ding natürlich saumäßig schnell, ne? Wir haben hier 35,3 Knoten, wenn ihr es richtig ausgerüstet habt. Das hilft auch nochmal, um möglichen Beschuss zu entfleuchen. Und dazu habe ich mir hier notiert, in Anführungsstrichen, kleinere Zitadelle. Ja, kleinere Zitadelle im Vergleich zu Baltimore, die einfach schwerer zu treffen ist offensichtlich für viele. Aktuell zumindest noch, solange sie unser Video dann, solange ihr euer Video dann oder unser Video dann geschaut habt, dann wisst ihr auch, dass das Schiff eine andere Zitadelle hat und somit ihr einfach weiter hinten zielen müsst. Ne? Es ist einfach ist einfach angenehmer zu fahren und ich hatte da bis jetzt sehr, sehr positive Eindrücke, dass man oft halt nur eine Penetration kassiert hat und nicht den Alpha-Damage, weil die Zitadelle eben nicht getroffen wurde. So könnte man das ausdrücken. Der Nachteil dieses Schiffes ist meiner Meinung nach natürlich ganz eindeutig, wir haben sehr wenige Trefferpunkte mit 37.900 Punkten, sind wir fast ein leichter Kreuzer. Ja. Dann gibt es eben die schlechtere AP-Munition, Krupp-Faktor ist das Stichwort in dem Fall. Also ihr könnt damit nicht so gut andere Schiffe penetrieren, im Vergleich zu Baltimore, wie gesagt. Dann ist jetzt natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber typisch für die amerikanischen Kreuzer, dass sie eigentlich keine Torpedos haben, bis zum Beispiel die Atlanta ist jetzt ja eine Ausnahme, die mir jetzt gerade spontan einfällt. Was dann schade ist, ist, dass die Flak doch deutlich schlechter ist als das, was die Baltimore zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist sicherlich nochmal ein größerer Nachteil, auch in der Zeit heute, wo jetzt hier der Flugzeugträger-Rework quasi im vollen Gange ist, wir die ersten Gameplays schon da haben und damit auch wieder mehr Flugzeugträger im Spiel sind, wird das mit der Flak halt ein bisschen schwieriger. Ne? Und ja, die Artillerie-Reichweite, aber das ist typisch amerikanisch, dass man nicht super weit schießen kann. 15,8 Kilometer finde ich als gerade noch akzeptabel. Es gibt Situationen, wo man sagt, ach komm, jetzt 500 Meter mehr und ich könnte schießen. Aber ja, es ist dann eben so, muss man eben mit leben. Wer diese Punkte für sich sagen kann, ach, damit kann er leben. Ja, ich bin eher ein Kreuzerfahrer, der immer sehr wendig und sehr versteckt fährt und so eine Sachen. Für den kann ich ganz klar sagen, ist die Wichita definitiv ein Schiff. Ja, wie gesagt, ich persönlich habe auch so gedacht, mal gucken, wie die Wichita jetzt so ist und bin da so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen voreingenommen rangegangen und bin jetzt sehr positiv überrascht worden, muss ich einfach so sagen. Ich hätte das Schiff, um das Fazit ganz kurz abzurunden, ich hätte das Schiff selber sehr wahrscheinlich nicht gekauft, aber ich bin sehr, sehr froh, diese Option oder diese Möglichkeit zu haben, es geschenkt bekommen zu haben. Und dadurch kann ich es euch vorstellen und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch hat sich auch meine Meinung zu diesem Schiff schon sehr stark verändert, weil ich mich sehr intensiv mit diesem Schiff jetzt hier auseinandergesetzt habe. Und ja, wer auf amerikanische Kreuzer steht, der wird mit diesem Schiff hier definitiv nochmal eine andere Art und Weise der Baltimore vorfinden, die sich auch meiner Meinung nach, dieses Schiff fährt sich auch anders als die Baltimore und ist ein gelungener Unterschied. Das würde ich schon so sagen. Also ist wirklich ein gelungener Unterschied. Wie gesagt, ich war selber skeptisch, als ich gesehen habe, wie sind die Werte. Ist ja gar nicht so anders als eine Baltimore. Aber hier bin ich wirklich froh, dass ich diese Variante ausprobiert habe und jetzt sagen kann, okay, ich freue mich, dieses Schiff im Hafen zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt hoffe ich, dass unsere Schiffsvorstellung hier euch wieder weitergeholfen hat. Mit einer Kaufentscheidung oder eben nicht einer Kaufentscheidung, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Vielleicht hat es auch einfach weitergeholfen, damit ihr wisst, wie ihr euch verhalten könnt gegen dieses Schiff. Ja, wo ist es stark, wo ist es schwach? Also Zitadelle haben wir ja vorhin alles schon einmal erklärt. Wo ist es schwach gepanzert, wo ist es stärker gepanzert und so eine Sachen. Also, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen in eurer Entscheidung, wie auch immer sie ausfällt, oder ob im Kampf oder im Store halt. Und ja, freue mich, dass ihr hier vorbeigeschaut habt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Gerne einen Kommentar. Konstruktive Kritik ist auch immer sehr erwünscht. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Würde ich mich sehr, sehr stark drüber freuen. Und eine Weiterempfehlung. Naja, das ist sicherlich auch sehr, sehr hilfreich für uns hier bei Sea Crowds. Ne? Vielen, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein. Ciao, ciao.